Hey Leute und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic. Ihr seht, ich bin genau da, wo ich mich ausgeloggt habe und die Typen sind natürlich respawned in der Zeit. Ist ja auch schon eine Weile her. Und ja, irgendwie ignorieren die mich hier, weil ich gerade erst gespawnt bin und ja, stillstehe. Aber das wollen wir doch mal ändern. Da. Kapau und so. Ja, da, pow und so. Das war's? Ach, alles luschen. Na gut, dann gehen wir mal da rein. Ja, genau deshalb habe ich da letztes Mal nicht weitergemacht, weil hier eigentlich irgendwie ein Dialog kommen könnte. Ah, kommt. Was zum... Ein Soldat der Republik? Wie seid ihr hier reingekommen? Gelaufen. Ich möchte eigentlich nur eine Bombe. Die ZR-57, sagt mir, wo sie ist. Sofort. Ich sag euch gar nichts, republikanischer Abschaum. Oh. Die glorreiche Separatistenbewegung wird sich niemals eurer dekadenten Republik unterwerfen. Keine Bombe. Richtig. Wir sind euch 3 Schritte voraus. 300 Schritte. Die Separatistenbewegung ist vom Willen des Volks geleitet und nicht aufzuhalten. Oh Mann, was der schon wieder labert. Töten wir ihn? Ach, ich weiß nicht. Ich folge euren Anweisungen, Geist. Mir ist es egal. Die glorreiche... Ihr macht mir keine Angst. Halt, wartet! Die Bombe! Sie haben sie weggebracht! Sie haben sie weggebracht! Mein Kommandant kam. Wir brachten die Bombe runter zur Küste und luden sie auf einen Seegleiter. Ich weiß nicht, wohin sie danach gebracht wurde. All diese Sicherheitsvorkehrungen. Wieso? Weil... Nun ja. Safro, Vairu und Bol sind hier. 3 unserer größten Helden, die unsere glorreiche... Sie sind... Jawohl. Sie sind Offiziere. Zellenkommandanten. Sie führen Operationen in verschiedenen Teilen Avilatans durch. Sie sind auf einer Konferenz, bei der Männer zu anderen Zellen versetzt werden. Sie... Aha. Doch, wie böse. Tot. Sergeant? Ja, vielleicht definitiv. Ist es ja eine Herausforderung, diese Offiziere auszuschalten. Sieht so pummelig aus, irgendwie. Habe ich gar nichts anderes in Erinnerung. Safro, und Bol haben oberste Priorität, Sergeant. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, an ihre Daten über die Position und Stärke der Separatistenzellen zu gelangen. Diese Daten sind wichtig, damit wir erfahren, wohin die Bombe gebracht wurde, bevor es zu spät ist. Okay. Ihr habt eure Befehle. Holt die Daten. Erledigt die Offiziere. Geht. Jawohl, machen wir. Dann nehmen wir doch mal den ersten da. Wen haben wir da? Bol. Ein Glas Bole wäre jetzt cool. Boah, was ist denn... Ich sage euch, ich habe Blasterschüsse gehört. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Da! Ein Eindringling! Bol! Unterstützung anfordern! Sofort! Darf ich kurz stören? Tut mir leid, wenn ich euer kleines Treffen beenden muss. Aber ich soll Grüße vom Chaos-Trupp ausrichten. Safro, lösch die Daten. Sie dürfen nicht in die Hände des Feindes fallen. Sie ist alleine. Bol, erledigt sie! Ich frage mich ja gerade wieso, aber irgendwie haben die tierische Angst vor mir, ne? Oh. Weg mit dir. Der lebt ja immer noch. Die sterben. Na komm. Da hast du noch eine Bombe. Genau so. Ich suche mal noch die Daten. Und so. Und dann raus hier. So. Glück über. Ah, da müssen wir auch noch hin. Anscheinend. Na dann. Ich bin immer noch froh, wenn ich endlich mein Sprinten habe. Hm?
Aber das mit dem Sprinten könnt ihr euch, glaube ich, gar nicht vorstellen. Das ist grausam, wenn man das kennt und das nicht mehr hat, dann. Außer ihr spielt das Spiel natürlich selber und schaut immer noch zu. Dann könnt ihr euch das vorstellen. Und zwar gar nicht mal so schlecht. Ach, was ich heute schon wieder laber. Bombe. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie gefällt mir die Bombe immer noch. Ich weiß nicht, das wird einfach nicht langweilig. Wie die sich dann winden und, nimm das weg, bumm. Das ist einfach lustig. Ich weiß, ich habe einen ganz, ganz bösen Humor, aber egal. Da, pium. Lalalala. Raketenwerfer sind auch lustig. Okay, da noch. Ja, an dem Druiden vorbei. Ich mag die Dinger immer nicht. Jawohl. Hier müssen wir wieder reden, ne? Nein. Was auch sonst. Wax. Hey, passt auf. Ihr steht mir im Licht. Die Beleuchtung ist wichtig, um die Dringlichkeit darzustellen. Ah, ja. Lamala hat mich wegen der Holodisks geschickt. Die Holodisks? Nein. Ihr seid von der Republik, oder? Ihr seid hier, um mich für mein edles Werk zu töten. Tja, ihr werdet keinen Erfolg haben. Ich gebe auf keinen Fall meine Aufnahmen des ruhmreichen Aufstands heraus. Lamala mag die Kriegstreiberei der Republik verschleiern, aber ich nicht. Ich gehöre nun zu den Separatisten. Habt ihr die Aufnahmen noch? Natürlich. Darum ging es doch die ganze Zeit. Ich habe diese Holos neu bearbeitet, sodass sie die Notlage der Separatisten und ihrer Familien zeigen. Geht zu Lamala zurück und sagt ihr, dass sie sich einen anderen Narren suchen kann, der ihre Arbeit erledigt. Ich habe das Licht gesehen. Ach, hey. Gebt mir jetzt diese Holodisks, oder ich werde dafür sorgen, dass ihr sie mir gebt. Was? Ich bin unbewaffnet. Ich bin nur ein Journalist. Du bist ein Volltrottel. Also gut. Ihr könnt die Holodisks haben. Es gibt da nur ein kleines Problem. Die Propagandaoffiziere der Separatisten haben sie bereits. Wenn ihr die Disks haben wollt, holt sie euch, bevor sie sie verteilen, sodass sie alle ansehen können. Kann ich den jetzt töten, der nervt? Ne, schade. Na gut. Das ist das Vorteilhafte, wenn man weder gut oder böse machen möchte. Kann aber sagen, Schnauze her damit. So wenig familienfreundlich, wie das auch ist. Okay. Was ist? Ach du. Komisches Ding nur. So, Blechhaufen. Okay, weiter. Nochmal. Wir müssen hier unten die Propaganda-Offiziere. Na gut. Da haben wir ja einen. Da ist eine Bombe. Noch spiel doch damit, du blöde ja. Dann nicht. Nummer Uno. Kurz nachladen. Ich finde, die haben bei ihren Waffen eine sehr interessante Nachladetechnik. Klick nachgeladen. Und dann brauchen sie nicht mehr irgendwas nachschieben, so Zellen oder so. Nein, brauchen nur oben einen Klick machen. Das ist cool. Doch, wenn man heutzutage schon so weit wäre beim Nachladen. Oh Gott, ich möchte gar nicht dran denken. Gäbe es wahrscheinlich auch überall Krieg wie bei Star Wars. Zack, zack. So. Das war meine tägliche Springerei. Nicht wundern. Das muss manchmal sein. Hui, Känguru. Hup. Wir haben noch 5 Minuten. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch rauskommen. Ja. Schade, dass man hier nicht dauerhaft kämpfen kann. Okay, könnte man wahrscheinlich, aber würde man nicht wirklich vorwärts kommen. Weder in der Story noch mit dem Level noch im Charakter. Denn dummerweise gibt dumm rumtöten weniger Erfahrungspunkte als Level.
Ach, als Questen und so. Oder als PvP wenigstens. Bist du besser als meine? Ne, was List. Okay. Ja. Ach, da haben wir ja schon wieder so einen. Ach, was soll's. Da hast du. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Den hat's von den Socken gehauen. So. Okay, hier habe ich ausgesorgt. Ich muss alles nur noch abgeben. Dann kann ich genauso gut auch diesen da machen. Dann muss ich mich nicht überall durchkämpfen und kann wenigstens noch die Quests abgeben jetzt die Runde. Eine Fähre wurde losgeschickt, ich will die aber sehen. Dann nicht. Hey du. Die Holodisks, ja. Ja, ich hab sie. Er ist zu den separat. Verdammt. Und da er nicht mit euch zurückgekehrt ist, gehe ich davon. Jetzt muss schon ein Wunder geschehen, um ihn davon zu überzeugen, nach Hause zu kommen. Oh, dummes Kind. Immer zu viel Sympathie für die Verlierer. Wie auch immer. Abgemacht ist abgemacht. Ich hoffe wirklich, dass die Aufnahmen wie diese sind all das Kämpfen und Sterben wirklich wert. Okay. Keine Ahnung. Ich werde da nicht widersprechen. Ich nehme einfach die Hosen. okay, wir müssen hier jetzt kurz um die Ecke nach oben. Joa. Wie sieht's aus? Schaut hier überhaupt noch irgendjemand zu bei meinem Let's Play? Denn diese YouTube-View-Anzeige spinnt anscheinend momentan ziemlich rum. Und ich sehe, wenn du nicht gerade tausende Besucher hast, dann zeigt irgendwie 0 oder 10 oder 20 oder sowas an. Und ich habe keine Ahnung, ob überhaupt wirklich jemand zuschaut oder so. Von dem her, wenn hier überhaupt noch jemand zuschaut, außer den üblichen Verdächtigen, dann sag doch mal Bescheid. Ihr habt es da draußen ziemlich krachen lassen. Ich bin beeindruckt. Ja. Oh, danke. Oh Gott, ich muss gehen. List, Ausdauer, Zielgenauigkeit, da muss ich. Okay. Ich will jetzt noch deinen letzten Quest abgeben, wenn wir das noch schaffen. Damit wir in der Hauptquest vorwärts kommen und hier irgendwann mal vom Planeten können. Aber ich glaube, vorher gehe ich noch zum Lehrer, weil ich will wissen, was ich Neues kann. Falls ich was Neues kann. Denn immer dasselbe ist ja langweilig. Und ich will sprinten. Ach Mann, oh. Also der Weg runter war wesentlich cooler beim Springen. Oh Moment, ich muss hier lang, oder? Ne, muss ich nicht. Das ist ja. Ja. Könnt ihr hier nicht ein oder zwei Leute auf den Weg stellen, die man da wenigstens noch töten kann dabei? Ewig lange Laufzeit. Ja, ich hab sie sehr gern. Merkt ihr ja selber. Ihr habt wenigstens das Glück, dass ihr die einfach überspringen könnt, aber ich doch nicht. Ja. So war es. Dude Quest. Wahrscheinlich seit ich Level 7 bin. Jo. Haben wieder viele Quests. Die nehmen wir aber jetzt nicht mehr an. Wir haben noch eine Minute und ich will schauen, dass ich noch zum Lehrer komme. Ja, genau, der ist er da. Na kommt. In der Zwischenzeit verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal von euch und hoffe, wie immer, es hat euch Spaß gemacht. Falls dem so ist, gebt mir doch einen. Von einem Veteran was lernen. Okay, die gehen wir das nächste Mal einfach durch. Den neuen Schuss da. Falls dem so ist, gebt mir doch einen Daumen hoch oder abonniert mich. Es hilft meinem Channel und zeigt mir, dass es irgendjemand gefällt. Ansonsten bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tschüss.